Right. Eieieiei, Leute, das muss schneller gehen. Nächster. Denke mal an die Armbrust. Gut, ja, Bolter. An die Armbrust. Sehr richtig. Ja, da die anderen eine halbe Stunde gebraucht haben, werde ich mir die Zeit natürlich auch nehmen. Also, beginnen wir. Und ich mache deine Bude. Daro Silentium. Da wir schon bei Wasserschaden sind, tatsächlich ist mein Charakter dem Wasser zum Opfer gefallen und das war natürlich für einen Zwerg besonders gut, aber ich hatte vor 4 Monaten einen Wasserschaden und der hat ein bisschen was gekillt, nämlich die händischen Aufzeichnungen, die ich zu Boltax habe und auch den Charakter beziehungsweise das, was ich in der Heldensoftware zum Charakter noch hatte. Bedeutet, wir schauen uns heute einen Charakterentwurf an, der vor etwa 5000 AP spielt, also ist schon eine ganze Weile her und hier tauchen einige wesentliche Sachen nicht auf die ich aber trotzdem eingehe, so ich mich daran erinnere. Kommen wir erstmal zu Boltax per se. Boltax ist, wie ihr wisst, ein Zwerg, also die beste Rasse Aventuriens. Und als Erzgeode ist er selbstverständlich ein Amboss-Zwerg, denn Ambosse sind aus Erz. Ist ja logisch. Ja, Daru lacht jetzt, weil er den offensichtlichen Witz verstanden hat. Ich habe nicht die Kultur Erzzwerge genommen, das wäre etwas zu offensichtlich. Von der Profession her ist er ein Herr der Erde, also die eher finstere Variante der Geoden. Anders als die Diener Sumos nutzen die auch, gewisse Methoden aus, die wir ja auch hin und wieder schon gesehen haben. Boltax hat zum Beispiel keine Probleme damit, in Leutes Träume, Köpfe oder Ähnliches einzudringen, um sie nach seinem Willen zu beherrschen und zu manipulieren. Ähnliches gilt fürs Tierreich, auch da. Naja, Ordnung muss sein und Boltax hat eine Vorstellung, wie die Ordnung aussieht. Generell ist er der zweite Charakter, der im Praios geboren ist, nämlich am 30. Praios. Und ähnlich wie Yalan ist er natürlich auch ein Liebling von Praios, das wissen wir ja alle. Das sehen wir besonders dann, wenn Boltax mal wieder einen seiner wunderbaren Lichtzauber wirkt. Von der Größe her, er ist etwa 1,40 groß, also 139 Halbfinger und etwa 60 Kilo schwer. Er ist der älteste aller Charaktere. Er ist nämlich am 30. Praios 952 BF geboren. Für einen Zwerg ist er jetzt gerade am Ende der Pubertät. Und so benimmt er sich manchmal auch. Das versuche ich irgendwie mit einzubringen, obwohl er der nominell älteste Charakter ist und damit auch die meisten Leute kennengelernt hat. So ist er doch ja häufiger. Vom Sozialstatus her ist Boltax jetzt weder besonders hoch noch besonders niedrig. Haarfarbe schwarz, Augenfarbe blau, ne? Muss ich, glaube ich, nicht drauf eingehen. Wie gesagt, was die Abenteuerpunkte angeht, habe ich ja schon genannt, wir sind etwa 5000 Punkte im Hintertreffen, also wir sind jetzt bei ungefähr 25.000 Punkten. Hier sehen wir Boltax auf dem Niveau von etwa 20.600 AP. Ich gehe jetzt einmal auf die Vor- und Nachteile ein und wir schauen uns dann das Ganze etwas genauer an. Als Erzelementarist und Elementarist generell ist die Affinität zu Elementaren natürlich, wie Daru es bei dem Dämonologen schon beschrieben hat, auch hier eher obligatorisch, denn fakultativ. Aber wobei der Elementar dich wenigstens nicht frisst, wenn du deinen Wurf verkackst. In der Tat, Elementare größer Dämonen. Aber ja, wir wissen ja, dass wir das ganze Haus regeln, dazu komme ich später auch nochmal. Boltax verfügt über eine Dämmerungssicht, wie jeder Zwerg, ist eisern, als Erzgeode macht das natürlich Sinn, und hat ein gutes Gedächtnis. Ich habe mir im Nachgang das Meisterhandwerk Schwimmen dazu gekauft, das wollte ich nicht zu Beginn einbringen, weil ich ja erstmal den Pakt mit dem grauen Mann schließen wollte in diesem Kontext. Wir sehen auch bei den Nachteilen die Unfähigkeit für das Talent Schwimmen. Ich wollte, dass Boltax weiterhin ein Zwerg bleibt und Zwerge können nun mal nicht besonders gut schwimmen. Auf der anderen Seite wollte ich diesem Pakt irgendwie Relevanz verleihen und dachte mir, das ist ein guter Kompromiss. Er hat außerdem die Resistenz gegen Gift, mineralische Gifte mitbekommen, hat, glaube ich, noch nie eine Rolle gespielt, außer das eine Mal, als wir durch den Zwergenstollen gefahren sind und da so ein Kristall war, der uns mit, gewissen unschönen Kristallplagen beherrgt hat. Da habe ich nichts mehr mitbekommen. Ja, das war schön. Generell hat er dort auch ein Stigma. Das taucht hier allerdings nicht auf, weil ich dafür keine AP bekommen habe, beziehungsweise war halt nicht so wichtig.
Er hat also diese Kristallflocke eingebrannt in der Hand. Wie jeder Zwerg hat er Resistenz gegen Krankheiten und als Geode ist er selbstverständlich ein Vollzauberer. Kommen wir auf die Nachteile. Boltax ist abergläubisch. Das sieht man ja hin und wieder, wie er an gewisse Sachen rangeht. Auch deshalb habe ich mich entschieden, die Magiekunde nicht über 10 zu steigern. Das ist so ein selbst auferlegter Punkt, weil ich mir denke, ja, der Aberglaube behindert ihn dann irgendwo in der Art und Weise weiter zu denken. Er ist natürlich arrogant, wie jeder Magier auch, denkt er, er wäre es. Und diese Arroganz lässt er halt vor allem Abelmir spüren, von dem er denkt, dass der nicht fähig ist, Elementare zu beschwören. Dass das ja nicht der Fall ist, wissen wir auch. Wir haben hier gesehen, eine Ansicht, die 100% auf Tatsachen basiert. Wie kompetent Abelmir Elementare beschwören kann, den Feuerelementar, den er ja nur versehentlich nicht sinnvoll beschworen hat, ist ja ein gutes Beispiel. Boltax hat Einbildungen. Diese Einbildungen hatte ich ja im Kontext dieser großen Gräumenverschwörung schon aufgeführt. Und das sind keine Einbildungen, wenn sie echt sind. Ja, das, die einen sagen so, die anderen so. Boltax ist außerdem geizig, denn man muss entweder Goldgier oder Geiz als Zwerg auswählen, was irgendwie wenig Sinn macht, denn in der Lore ist angegeben, dass die Zwerge alles brüderlich untereinander teilen und es eigentlich keinen Besitz gibt, weil nur das Streben danach besteht, gewisse Dinge zu veredeln und möglichst große Handwerkskunst zu erschaffen. Also hier beißt sich die Lore mit der tatsächlichen Charaktererstellung. Warum auch immer, ist mir auch egal. Ich habe auf jeden Fall Geiz genommen, denn damit kann ich sagen, Abelmir, bezahl den Mann. Hörst du das? Das ist Ulysses, also im Hintergrund die Review-PDS abstellen. Ach ja, damit kann ich leben. Boltax ist neugierig und das spiegelt sich vor allem in verschiedenen Punkten wieder. Hier vorderst zu nennen sind natürlich die Tagebücher, die er einmal gefunden hat. Außerdem hat er seit kurzem den Blick in die Gedanken. Ich finde, der unterstützt diese Neugier auch nochmal ganz gut. Und wir werden sicherlich, dadurch, dass er die Sonderfähigkeit Traumgänger erworben hat, in nächster Zeit auch nochmal sehen, dass er in den einen oder anderen interessanten Traum eindringt und sich ein bisschen umguckt. Warum? Stimmt, das hatte ich völlig vergessen. Ja. Weil Traumgänger halt so lange absolut fucking useless ist, bis du es ganz dringend brauchst. Nein, ich meine, das mit der Neugier, das war total cool, als Thulamin und Boltax in den Tagebüchern geschnüffelt haben. Auf jeden Fall. Und auf den Traumgänger sind wir auch gespannt. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, das auszuspielen. Natürlich im Vorfeld abgesprochen mit denjenigen, die das wollen. Also ich werde hier nicht in irgendwelche Träume eindringen, wo Leute gewissermaßen als Paktierer demaskiert werden. Das wäre irgendwie unfair und das wollen wir auch im Vorfeld vermeiden. Boltax hat eine Unfähigkeit für das Talent Schwimmen, hatte ich ja schon gesagt, als Zwerg. Und als Geode ist er mit verarbeitetem Metall unverträglich. Dementsprechend hat er natürlich auch nur sehr besondere Ausrüstungsgegenstände, auf die wir später aber auch nochmal ausführlicher eingehen. Er zahlt außerdem auch nicht in, Münzen, sondern in der Regel gar nicht, denn Abelmir bezahlt ja. Abelmir bezahlt den Mann. Boltax hat Verpflichtungen, haben wir auch schon was zugehört. Und zum einen natürlich dem Zwergenkönig, zum anderen dem Grauen Mann und so weiter und so fort. Und er verfügt über einen wahren Namen. Letztlich ist noch der Zwergenwuchs zu nennen, der jedem Zwerg eigen ist. Auf die meisten Sonderfertigkeiten ist entweder Daru schon eingegangen, also ich muss jetzt nichts mehr zur astralen Meditation oder zu so No-Brainern wie Aufmerksamkeit sagen. Auf ein paar möchte ich aber trotzdem eingehen, nämlich Eiserner Wille. Boltax Motto ist ja Denk an die Armbrust. Ich denke, das haben wir alle mindestens so häufig wie den Stollen Nummer 5 gehört. Außerdem als Zwerg ist er gebirgskundig, verfügt über Gedankenschutz und hat natürlich auch höhlenkundig. Kraftkontrolle, Kraftlinienmagie, Matrixverständnis, meisterliche Regeneration. Zu den Merkmalskenntnissen sind es insgesamt nur 3, denn ich habe meine 5 noch nicht ausgeschöpft. Er verfügt über das Merkmalskenntnis. Und Herz, wird's auch nicht Hellsicht oder? Und Herrschaft vermutlich nicht. Von der Repräsentation ist er Geode und hat auch die entsprechenden Rituale. Hier hat er allerdings auch noch die Ritualkenntnis Gildenmagie, denn wir wissen alle, der Stab ist das mächtigste Artefakt in ganz DSA. Ohne den Stab ist ein Magier nur halb so gut. Mit dem Ritualkenntnis Geode haben Frosty und ich eine besondere Absprache getroffen. Normalerweise kann in den Schlangenringen ja nur bis zu 6 Zauber eingesprochen werden. Da wir allerdings mal die ganzen Rituale zeigen wollen,
ja, haben wir uns dafür entschieden, dass Boltax auf seinen Schlangenring alle Rituale legen kann, wenn er denn die AAP dafür zahlt und natürlich dann entsprechend auch die Proben würfelt. Das hat bis jetzt auch gut geklappt und haben wir eigentlich immer so gehandhabt. Dementsprechend werdet ihr als Zuschauer auch noch hoffentlich jedes Ritual mindestens einmal sehen. Einige davon nutze ich gerne und häufig, wie der Weg durch Sumus Leib. Manche eher seltener, wie die Wasserblase, und manche wie das wirbelnde Luftschild habe ich bisher noch nicht genutzt, können aber sehr mächtig sein, wenn ich einmal durch, naja, einen Pfeilhagel oder so gehen möchte. Wer weiß, was in einer Seeschlacht so passiert und wann ich den mal anschmeißen möchte. Einmal hast du ihn tatsächlich genutzt, in Al-Anfa, in den Gladiatoren-Arena. Da hast du den wirbelnden Luftschild einmal genutzt. Oh ja, stimmt, das ist richtig. Wir sehen, auf jeden Fall gibt es noch ein paar Möglichkeiten, was Boltax so tun kann. Aber ich gehe gleich nochmal auf die Rituale ganz generell ein. Boltax hat, obwohl er eine Unverträglichkeit mit verarbeitetem Metall hat, die Rüstungsgewöhnung Kettenhemd lang. Das kommt einfach aus der Tatsache, dass er ein Zwerg ist. Ich habe mir dann noch die Rüstungsgewöhnung 2 gekauft, damit ich halt auch die anderen Rüstungen ohne größere Abzüge tragen kann. Talentspezialisierungen bestehen im Fach Bergbau. Er kennt sich mit unterirdischen Städten aus. In der Feuersteinbearbeitung, er kann Bernstein herstellen und formen, deshalb ist er auch Praios Liebling der Gruppe. Er ist gesteinskundig und kennt sich mit Edelmetallen aus und im Magierkunde ist er im Elementarismus verankert. Er verfügt ähnlich wie Diamantis über die versteckte Klinge und über die anderen notwendigen Fertigkeiten. Ich weiß nicht, die sind hier gerade noch nicht aufgeführt, sind aber im aktuellen, also die Gerade und so weiter sind auch mit drin. Er verfügt über verschiedene wahre Namen von Djinns und Elementargeistern, Zauberkontrolle, Routine, die Spezialisierungen, da sind in der letzten Zeit noch ein paar dazugekommen, aber zumindest momentan, die hier abgebildet sind, der Archifaxius mit der Zauberdauer, die Dunkelheit mit der Zauberdauer, der elementare Diener mit dem Merkmal Erz, die Halluzination mit veränderter Technik, der Silentium in der Pst-Variante und natürlich mein persönlicher Spieler-Lieblingszauber, der Somnigravis in der Ohnmachtsvariante. Ist einfach ein toller Zauber und ziemlich mächtig. Deshalb versuche ich ihn auch nicht so häufig einzusetzen. Ähnlich wie den Blitz sind das gewisse No-Brainer. Was den Kampf angeht, Boltax kämpft ja mit einem Dolch. Mittlerweile mit einem Dolch aus Titanium. Der ist ziemlich übel und kann deutlich mehr Schaden machen als der Vulkanglasdolch oder die geweihte Praios-Bernstein-Klinge. In Dolchen hat er einen THW von 13, in Raufen einen von 14. Zumindest stand vor 20.000 AP. Mittlerweile ist er ein bisschen besser geworden. Was die Talente angeht, haben sich auch einige Steigerungen ergeben. Boltax ist mittlerweile im Reiten richtig gut und hat seinen beliebten Reitschrauß Schnabelmier erhalten. Mit dem hat er auch eine Talentspezialisierung. Er besitzt die Talentspezialisierung, die er von Argos Schar erlernt hat, und zwar Strauße reiten. Im Schwimmen ist er auf locker flockigen 8 Punkten. Das war entsprechend der Unfähigkeit für das Talent, echt teuer zu steigern. Selbstbeherrschung, Sinnesschärfe etc. auf moderaten Werten. Gesellschaftlich ist hier noch Überreden und Menschenkenntnis auf 10. Tatsächlich hat er mittlerweile aber deutlich höhere Werte mit 17 und ist damit nach Zulamin der sozialste Charakter in der Gruppe. Naturtechnisch steht da eigentlich auch ganz gut da. Wir erinnern uns alle an den tollen Dreifach-1-Crit in der Wettervorhersage, als wir aus der Zwergenmine rausgekommen sind. Das war fantastisch, hat überhaupt nichts gebracht, aber naja, man nimmt es halt trotzdem mit. Was die Wissenstalente angeht, ist er für einen Geoden normal aufgestellt. Wir sehen hier, dass die Magiekunde, wie ja vorhin schon angesprochen, von mir recht niedrig gehalten wird. Auch die Pflanzenkunde bleibt bei 10. Ich habe die Sternkunde und die Tierkunde ein wenig ausgeweitet. Das sieht man hier allerdings noch nicht. Was die Sprachen angeht, auch hier möchte ich eine Lanze fürs Urtulamidia brechen. Wir haben ja unlängst die Episode in den dunklen Zeiten gespielt, in der Boltax zumindest etwas verstehen konnte. Hierbei fand ich schön, dass ich nicht gezwungen war, Tulamidia zu lernen, denn ich habe mir mit Boltax vorgenommen, keine neuen Sprachen mehr zu erwerben, denn er ist ein bisschen verbohrt und eigensinnig. Entsprechend wird auch niemals Tulamidia von Boltax erlernt werden. Wir hatten hier einige lustige Szenen,
Wir erinnern uns zum Beispiel an den Besuch auf dem Bazar, bei dem Boltax ein lustiges Hütchen, also ein Fes für sich und für Rafim gekauft hat und er mit dem, naja, Kaufmann gefeilscht hat und den Kaufmann nicht verstanden hat. Ja, durch den guten Überredenwurf, aber trotzdem alles glimpflich abgelaufen ist und er nicht viel zu viel Geld gezahlt hat. Was die handwerklichen Talente angeht, sind wir bei Bergbau, bei Feuersteinbearbeitung, bei Heilkunde Seele. Ja, Steinmetz, Juwelier und Malen, Zeichnen sind auch noch halbwegs hoch, passt also. Die Ritualkenntnis Geode, die ja für viele meiner Rituale essentiell ist, und die Ritualkenntnis Gildenmagie, die für den Stab auf diesem Wert sein muss, ja, 15 und 11. Kommen wir zu den Ritualen und hier wird es jetzt ein bisschen interessanter. Apport und Bannschwert sind, denke ich, No-Brainer. Die Gestalt aus Rauch als eins der Geodenrituale hatten wir auch schon zweimal in Anwendung gesehen, durch den Riesentroll und einmal durch verschiedene kleinere Sachen. Lau, kannst du runterscrollen wieder? Nee, immer mit irgendwelchen Wünschen. Ja, ja, so ist das. Zu den Schlangenringzaubern. Die Kräfte der Natur und die Macht des Lebens haben wir auch schon kennengelernt. Die Kräfte der Natur haben uns geholfen beim Heilen. Mit diesem Schlangenringzauber kann ich binnen einer Stunde meinen Ritualkenntniswert, also RKP Stern, mal zwei in Lebenspunkten heilen oder gegebenenfalls eine Krankheit der entsprechend hohen Stufe von einem ja, Patienten runternehmen. Dazu muss ich ihn nur komplett mit Humus bedecken. Also für Abelmir ist das eine schöne Schlammpackung und für alle anderen gibt es ein paar Blätter, die ich auf sie lege. Warum kriegt Abelmir keine Blätter? Ich würde mich nie auf eine Schlammpackung einlassen. Naja, das ist eine Beauty-Anwendung, aber gut. Ich wollte dir was Gutes tun. Na, wie dem auch sei, es ist tatsächlich einer der potentesten Heilzauber, wenn man es vergleicht. Also er dauert zwar ewig, aber die Wirkung setzt halt sofort ein und ich kann dafür mit, naja, 8 ASP bis zu 30 Lebenspunkte zurückbringen. Also nicht verkehrt. Das mit dem Balsam hinzukriegen, ist schwerer. Ja. Die Macht des Lebens... Ja, die Macht des Lebens hält Zombies und Tote und ähnliches wieder natürliches Leben auf und von mir fern, weil von mir eine derart große Lebenskraft ausgeht, dass sie sich einfach davon überwältigt fühlen. Die Macht über den Regen haben wir schon kennengelernt, als unser Schiff in Flammen stand, aufgrund eines etwas unglücklich getimten Feuerzaubers. Und ja, er kann in einem kegelförmigen Bereich die gesamte Luftfeuchtigkeit instant abregnen lassen. Den Magnetismus haben wir bei den Gräumen, bei unserem Überfall auf das Waisenhaus kennengelernt. Ja, damit wird halt alles magnetisch, der Boden wird magnetisch und ja, Geschosse, die aus Eisen bestehen bzw. ferromagnetisch sind, werden angezogen. Den Wasserbann, ja, meine beliebte Wasserblase, wir sind unter verschiedenen Flüssen durchgelaufen und haben uns vor verschiedenen, ja, Sachen geschützt. Der Weg durch Sumus Leib, mein Lieblingszauber, mit dem ich Frosty einmal richtig in die Suppe gespuckt habe, mit der Hexe, wir erinnern uns alle dran. Ja, das war die beste Szene überhaupt. Aber nicht so wichtig. Genau, der Weg durch Sumus Leib. Mittlerweile habe ich noch zwei weitere, nämlich den wirbelnden Luftschild und das, wo ich Feuer nehmen kann und dann eine andere Position packen kann und irgendwann ja, habe ich auch noch den letzten. Zu den druidischen Dolchritualen, auch da habe ich schon verschiedene genutzt, Lebenskraft, Licht, Schneide, Weg und Weihe. Die Weihe ist obligatorisch, Weg ist ja meine Orientierungshilfe. Mit der Schneide kann ich halt den Naturstein schneiden, als hätte ich ein, naja, warmes Messer und würde durch Butter gehen. Licht, damit kann ich mir über die Augen ritzen und ja, damit halt im Dunkeln sehen und Lebenskraft, damit kann ich Lebenskraft erspüren. Der Stab ist mit Bindung, Kraft, Merkmals, Fokus und Zauberspeicher ausgestattet. Kommen wir zu den Zaubern, das ist, glaube ich, das Interessanteste. Ich gehe jetzt nur auf die Relevanten ein. Einmal der Archifax des Erzstrahl. Na, wir haben ihn bei den Werwölfen gesehen. Ist ein guter Angriffszauber, Werwölfe hin oder her, ist der beste Faxius, muss man sagen. Denn alle elementaren Nebeneffekte sind absolut wertlos, bis auf Erz. Ja, ja. Der Blitz, der ist mittlerweile noch höher, haben wir auch bei der Todesechse in Anwendung gesehen. Ich versuche ihn aber nicht zu häufig zu ziehen, weil wir alle wissen, der Blitz ist
ultramächtig für das, was er kann und für das, was du zahlst. Deswegen habe ich ihn auch gar nicht genommen bei mir. Ja. Ich glaube aber, wenn er den auch nicht sehr hoch besser ist. Die Dunkelheit ist bei mir mittlerweile auch ein bisschen höher. Da teile ich mir mit Daru. Also er ist ja Umweltzauberer. Ich finde sie einfach ganz schön, weil ich sie versatil einsetze. Der elementare Diener bzw. der Djinn-Ruf. Ich habe sie extra nicht so hoch genommen, weil ich kein Powerplayer bin und ja, hin und wieder auch noch die Möglichkeit haben will, mal zu scheitern, weil dann immer interessante Sachen passieren. Feuersturm, ja, den habe ich und den würde ich auch gerne mal einsetzen. Immerhin muss ich ja noch eine Stadt anzünden. Mal gucken, welche das wird. Der Flimflam ist bei mir mittlerweile deutlich höher. Auch das ein sehr praktischer Umweltzauber. Außerdem bin ich ja einer von Prios Lieblingen, deshalb muss ich schon Lichtzauber beherrschen. Junge, halt endlich die Fresse, ganz ehrlich. Prios kommt gleich darüber und erwürgt dich. Du kannst es nicht ertragen. Ja, das sehe ich nicht kommen. Der Guardianum, tatsächlich, ja, braucht man halt. Die Halluzination, sie hat uns schon in vielen Situationen sehr viel weitergeholfen. Ist ein, wenn man sie richtig einsetzt, sehr mächtiger Zauber. Ich habe sie leider einmal falsch angewandt. Das hatten wir dann im Nachhinein aber geklärt. Und das kommt nicht nochmal vor. Malmkreis, ja. Hat gut geklappt in Romulus, als ich den Häuserblock habe einstürzen lassen. Hat gut geklappt in der Pyramide auf Maraskan, als ich die habe einstürzen lassen. Ist immer wieder ein schöner Zauber, um massiven Schaden an Dingen anzurichten. Der Kraft ist dran, wie viele arme, unbescholtene Eidechsen, Eierhüter hast du abgemurkst? Am Friedhof der Seeschlangen hast du ihn auch eingesetzt, oder? Genau, das meinte ich gerade in der Pyramide in Maraskan. Ich weiß nicht, vielleicht 100, 200, 300, so um den Dreh rum. Also, Zar gefällt das gar nicht. Ja, Angrosch gefällt das. Aber das muss mich eh nicht kümmern. Ich bin ja ein Heiliger des Nandos, also alles cool. Ja, das heilige Artefakt ist auch ein Strohsack. Der Junge hat gar nichts zu melden. Weiter im Text. Genau, und da ruht, deshalb hatte ich den vorhin angebracht. Den Meister der Elemente habe ich auf 12, weil ich ja immerhin ganz cool bin mit, naja, zum Beispiel dem elementaren Meister des Feuers und dem elementaren Meister des Wassers. Die sind schon coole Dudes und Brüder von mir. Den Odem auf 13, ja, mittlerweile auch ein bisschen höher. Der Silentium ist auch höher. Somnigrav ist mein Lieblingszauber auf 20 plus die 2 aus der Ohnmachtsvariante, wo dann wieder die 7 runtergehen. Ja. Der Stillstand ist ein, wie ich finde, sehr interessanter Zauber und der hat mich auch an ein, zwei Situationen schon mal gerettet. Also gerade im Kampf mit Xeran, der ihn ja auf mich zurückgeworfen hat, was halt absolut nichts gebracht hat. Ja. Die Wand aus Erz. Immer wieder hilfreich, der Wasseratem, nie verkehrt, der Zwingtanz, ein toller Zauber. Ich hätte ihn tatsächlich auch im Kampf, als wir in Al-Anfa waren und Zulamin und Rafim wirklich gekämpft haben, hätte ich mit dem Zauber auch noch intervenieren können. Damit wäre uns wahrscheinlich der Sieg sicher gewesen. Ich habe es aber nicht gemacht aus narrativen Gründen. Es wäre blöd gewesen, hier jetzt die beiden Übercharaktere dann so unwürdig tanzen zu lassen. Ja, kommen wir zu den Waffen. Hier ist nur der Vulkanglasdolch und ein normaler Dolch eingetragen. Der Bernsteindolch und meine beiden Titandolche fehlen hier an dieser Stelle. Die sind noch deutlich härter. Der Bernsteindolch macht halt Prios-Schaden. Die Titandolche sind einfach krass. Aber ich meine, die Würfe und Werte habt ihr ja gesehen. Ich habe diese eine Invasorin, die Diamantis ansonsten abgemurkst hätte. Dieses kleine Mädchen mit den Armreifen. Von dem ich einen an Rohaya und einen an Selindian geschickt habe. Mit denen ganz gut in zwei Runden über den Jordan geschickt. Naja, man sollte merken, dass auch ein Titanium-Dolch immer noch nur die Werte einer guten Nahkampfwaffe aufweist. Das ist richtig. Also, das Titanium macht die Dolche nicht scheiße, aber gut werden sie davon nicht. Ja, aber ich mache zumindest zum ersten Mal Schaden. Und du hast im Grunde dauerhaft Waffenbeisamen drauf. Also genau. Es ist eine vernünftige Waffe. Also wenn du eine magische Waffe bist, die kann ich dir auch besorgen, wenn es dir nur den Malsamen geht. Nein. Wenn du prinzipiell ein Dolchkämpfer bist, dann ist das die Waffe, die du haben möchtest. Also genau. Ich bin da ziemlich neidisch drauf. Du bist doch gar nicht mal prinzipiell ein Dolchkämpfer. Du hast ja ein Gugulum um den Hals. Also das kommt noch dazu. Tu nichts, was hättest du nichts gekriegt. Ich bin auf alles neidisch. Ich will mehr. Was habe ich denn im Pakt?
Gut, hier ist noch der Hartholzharnisch eingetragen. Mittlerweile habe ich ja die Rüstung aus den Platten der Riesenschildkröte. Außerdem habe ich mir ja gerade erst einen formschönen Helm aus der Malmarklaue anfertigen lassen. Ich gehe also als maritimes Ungeheuer ganz gut durch, zumindest wenn Boltax auf die nächste Halloween-Party eingeladen wird. Ja, ganz generell noch zwei Sätze zum Charakter, was ich mit dem Charakter bezwecke, beziehungsweise wie ich ihn spiele. Ich hatte das zu Anfang ja schon angesprochen. Oh, da habe ich starke Ansichten zu. Ja, ich weiß, aber die kümmern keinen. Also, der Charakter ist darauf ausgelegt, als, naja, ältester Charakter und gleichzeitig als jüngster Charakter gespielt zu werden. Denn das ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil er für einen Zwerg nicht besonders alt ist, in Menschenmaßstäben natürlich schon relativ alt ist. Zum Zweiten, was auch noch wichtig ist, ist, dass ich die Rasse bzw. die Kultur der Zwerge irgendwie anders und abgehoben von der menschlichen Kultur darstellen wollte. Ich wollte den Zwerg nicht als Stereotyp-Zwerg oder als, naja, einen kleinen Menschen mit Bart darstellen. Dementsprechend werde ich andere Ansichten vertreten, ich habe andere Ideen, ich habe andere Herangehensweisen. Das merkt man bei Boltax. Boltax platzt eher mit den Sachen raus, Boltax ist nicht so gut in Zurückhaltung, Boltax ist manchmal, obwohl er die Klugheit von 17 aufweist, nicht besonders bedacht oder vorsichtig. Nee, der ist halt ja, einfach wie ein Stein, gerade heraus. Gut, dann also der Letzte. Aber ja. Mit Bild. Ja, dann last kommen wir zu meinem Charakter. Ruhe. Das Team auch noch so klein? Einer muss der Louis sein. Wie auch immer. Ja, mein Charakter kommt aus dem Horasreich, aus dem besten Reich überhaupt der Menschen. Er weiß durch. Er hat Horasreich gesagt, nicht Drittes Reich. Horasreich. Nee, ich würde das nie sagen. Wir spielen Aventurien, nicht woanders. Wie auch immer. Die Charakterwerte sind relativ durchschnittlich, bis auf die Körperkraft für einen Magier. Sie ist mit 14 für einen Magier ziemlich hoch. Astralenergie ist auch durchschnittlich, würde ich sagen, für einen Magier. Es reicht mir, für 51 ASP zu besitzen. Ich brauche keine 90 ASP, weil dann zaubert man so Sachen, ohne durch nachzudenken, ob man es jetzt leisten kann und ob es angebracht ist. Ja. Zaubern ist immer angebracht. Solche Bedenken haben nur irgendwelche Unbegabten. Wie auch immer. Ja, Attacke, Parade, Basiswert ist für den Magier standardmäßig bei 8 etwa normal. Er hat einen relativ hohen Angriffswert durch seine guten Talentwerte. Ja, scrollen wir bitte runter zu den Vorteilen, Nachteilen. Ah, das ist eine überschaubare Liste. Wunderbar. Ja, er sein ist teuer. Hm? Er stammt adlige Abstammung aus dem Hoherreich, Niederadel, aber er hat bis jetzt noch keine große Rolle gespielt. Außer vielleicht bei seiner Vorgeschichte, die in manchen Szenen zur Rede kam und ja, für belustig gesorgt hat, nennen wir es mal so aus. Eisern ist für einen Kampfmagier immer gut, damit man nicht gleich zu Boden geht. Guter Ruf 2 ist jetzt, glaube ich, wir haben verschiedene gute Rufe bei der Effa-Kirche, bei der Reihe-Kirche und bei verschiedenen anderen Veranstaltungen, Institutionen. Verbindung 6 hat sich jetzt neu geäußert, indem ich uns das Schiff besorgen konnte aus dem Horasreich. Das ist echt wichtig. Ja, das ist richtig, aber sonst hat bis jetzt Verbindung bis jetzt keine große Rolle gespielt. Völker Aura, den Vorteil habe ich mir nachgekauft, ist recht hilfreich, wenn gegen einen Hellsichtmagie eingesetzt wird. Hat auch Nachteile bei der Djinn-Beschwörung, muss man dazu sagen. Ja, vollkommen klar. Arroganz 6. Das ist bei dir nicht so ganz klar, oder? Bitte? Bei dir nicht so ganz klar. Wenn wir nur 50 AP hätte ich erst gedacht, du wärst ein Viertelmagier. Ja, wie auch immer. Ausbild mal nicht. Arroganz und Neugier gehören standardmäßig, glaube ich, zu einem Magier dazu. Können andere ansässig sein, aber Autorität, glaube ich, war ich ursprünglich, glaube ich, auf 10 habe ich runtergekauft, aber hat mich seitdem nicht großartig gekümmert und hat auch nicht wirklich die Rolle gespielt. Eitelkeit 6, den Nachteil lasse ich gern gelten, weil das bringt uns immer wieder schöne Szenen ein. Gesucht 2, weiß jetzt gar nicht, wo es herstammt, ist, glaube ich, in müsste Pericum. Müsste Schwarze Lande sein. Oh, du hast recht. 2 ist Perlen mehr, Schwarze Lande ist 1. Genau, wir werden, glaube ich, von der Admiralität in Pericum gesucht. Daher kommt es, glaube ich, Gesucht 2.
Konzeptionswahn kam durch einen, nun ja, Zwischenfall in den Schwarzen Land zustande, in dem ich mit dem Herrn der Unelemente, nun ja, etwas in die Bekanntschaft gemacht habe. Der Nachteil ist sehr cool, der verleiht aber mir viel Charakter, finde ich. Ja, gut. Night 6, bin immer neidisch. Ich bin immer neidisch auf alle, ich will immer mehr und besser sein als alle anderen. Und das äußert sich dadurch vielleicht ein bisschen schlechter Ruf. Ja, hat man automatisch, wenn man gegen irgendjemand kämpft, dann kriegt man irgendwann immer schlechter Ruf bei irgendjemand. Schulden habe ich mich nie drum gekümmert. Wahrscheinlich hat er gar keine Schulden mehr, weil er hat irgendwie, glaube ich, ein automatisches Einkommen durch unsere Zerstörung der Archen. Hatte ich nie nachgepflegt, ich gesagt, war mir egal. Verpflichtungen, natürlich gegenüber den Hoas zuallererst und gegenüber ja, Teilen der Magierschaft, je nachdem. Dieses Vorteile betonen. Der sagt wem auch immer, das kann man schon mal einen Überblick verlieren, wem gegenüber genau. Jetzt eigentlich. Vorurteile gegen Torwaller kann man sehr schön ausspielen auf einem Schiff natürlich, wo man ständig irgendwelchen Torwallern unter die Augen läuft oder ihnen begegnet oder mit ihnen umgehen muss. Sorgt manchmal für heiternde Szenen. Ich finde es sehr schön, sehr schönen Nachteil. Macht mir sehr viel Spaß. Ja, kommen wir zu den Sonderfertigkeiten. Die üblichen für einen Magier, darüber rede ich jetzt mal nicht. Aufmerksamkeit ist ein sehr guter Nachteil, finde ich, für alle Charaktere, wenn man hin und wieder im Kampf landet. Du hast recht, Aufmerksamkeit ist ein Nachteil. Wie auch immer. Ja, dann ein paar Kraft, Magie 1 und 2 finde ich sehr schön, wenn man sie einsetzen kann. Kommt jetzt wahrscheinlich noch in den kommenden Sitzungen, die ihr sehen könnt, zur Geltung. Da werdet ihr noch sehen. Ich finde die sehr schön. Wir hatten auch eine Ausrede dazu, die diese Sonderfertigkeiten nützlicher machen, als sie ursprünglich sind, also wegen der Magie dargestellt sind. Zahlreiche Talentspezialisierungen, die muss man jetzt nicht unbedingt für Magiekunde, natürlich Dämonologie ist klar. Startkunst, um Tsunami zu beraten in allen möglichen Lebenslagen bei ihrer nun ja, Verwaltungstätigkeit. Ja, sonst eigentlich nichts weiter großartig. Wir können mal runterscrollen. Scrollen wir noch einmal. Da gehen wir direkt zu den Talenten, da sind wir. So, kommen wir zu Kampftechniken. Eigentlich wirklich gute Kampftechnik ist eigentlich nur das Säbel. Der Rest fällt unter fernen Liefen. Raufen muss, kommt man hin und wieder in die Bedrohle, dass man sich ohne Waffe sich erwehren muss. Armbrust. Ich habe zwar eine Ballestrina, ich habe die nur einmal bis eingesetzt. Also kam jetzt auch nicht so zum Tragen. Aber wusstest du das mal alle? Aber Raufen mag nicht hoch sein, aber ich finde, Abelmir hatte da schon coole Szenen damit. Ich hatte einmal einen Crit gehabt, glaube ich, gegen einen Magier in. Weiß ich jetzt gar nicht, wo es war. Wusstest du, dass man alle sauteuren D-Kampftalente mit einer einzigen Anwendung des B-Zaubers Höllenfallen ersetzen kann? Ja, kann man. Also, muss man nicht. Die coole Szene hattest du in einem belagerten Haus in Romulus. Da ja, hast du den, stimmt. Magier durch die Decke getreten. Genau. Oh, richtig, der Hulk Hogan Magier, da war was. Der war eine sehr coole Szene, fand ich. Ja, der hat schon mal Spielspaß gemacht. Ja, Körperbeherrschung ist jetzt ja zweitrangig eher. Man sollte schon etwas mit 25.000 AP sollte man schon etwas ein paar Körperliteren haben, die Körperbeherrschung. Du kannst mich nicht zwingen! Selbstbeherrschung sollte man vielleicht als Magier beherrschen. Schwimmen auf dem Schiff ist hilfreich, glaube ich. Sinneschärfe ist so ein All-Use-Talent, kann man auch benutzen, egal wo. Schleichen und sich verstecken ist jetzt mir spezifisch etwas höher als für einen normalen Magier oder für einen Helden. Als sei denn, er ist auch Streuner, wie auch immer. Gesellschaftliche Talente, ja, Menschen kennen das. Ebenfalls so wie Sinnschärfe gehört zu jedem Charakter, finde ich, dazu. Überreden, überzeugen, durchschnittlich für einen 25.000 AP-Helden. Und sonst betüren, naja, gut. Kann man brauchen, muss man nicht. Naturtalente, Orientierung natürlich und Wildnisleben sind wichtig, wenn man sich außerhalb einer Stadt bewegt. Deswegen habe ich die
etwas gesteigert, nicht extrem, aber du hast ausreichendes. Die Talente für einen Magier sind natürlich spezifisch Wissenstalente. Die sind ganz wichtig. Hier kommen ein paar Besonderheiten dazu. Bei mir ist Anatomie zum Beispiel oder herausragend sollte ich sagen, Legenden, was uns hin und wieder den Arsch gerettet hat oder uns Erkenntnisse gebracht hat, die wir sonst nicht hätten. Staatskunst, weil wir viele SE bekommen haben, und Staatskunst ist hochgesteigert und ist hin und wieder hilfreich gewesen. Magiekunde ist klar, mit etwaigen Spezialisierungen, sprich Dämonologie und Hellsichtmagie. Da sagt zwar, Hellsichtmagie ist was für Nerds, aber ich finde Hellsichtmagie cool. Ich habe sehr gerne damit einen Magier dabei, den ich fragen kann. Nein, ich finde Hellsichtmagie sehr cool. Aber ich bin da auf Abelmirs Seite. Ich auch. Ja, und deswegen bin ich hier auch der beste Magier und nicht ihr drei zusammengenommen. Ja. Du bist halt für was anderes gut. Genau. Bitte, was du meintest, ist, ich bin was Besseres. Naja, gut. Götter und Kulte. Abelmir ist auch von Nerds. Ich bin zwar ein Schwarzmagier, aber Schwarzmagier. Ja, wider Willen. Ich wurde dazu gezwungen, ein Schwarzmagier zu werden, könnte man so sagen. Kriegskunst, naja, gut, als Kriegsmagier sollte man Kriegskunst ein bisschen beherrschen. Da der Held als Vorgesteller natürlich eine militärische Laufbahn absolviert hat. Ja, Philosophie hatte ich nur gesteigert, um ein Buch zu lesen, ein Buch zu beherrschen. Das war die sieben Wahrheiten. Da ist das Verständnis der Philosophie Grundlage dafür. Kommen wir zu den Sprachen. Trotzdem hat er nicht die eine Wahrheit der Magierschaft erkannt. Ja, gut. Wie auch immer. Kommen wir zu den Sprachen. Die Grundlage Atak sollte jeder beherrschen, der als Held unterwegs ist, um auch nonverbal zu kommunizieren. Altimperial ist wahrscheinlich so ein Horasia speziell. Bosperan natürlich ist klar. Garriti beherrscht, glaube ich, die meisten, die nördlich des Wachtelswalds hausen oder geboren sind. Bei mir kommt noch hinzu Spezialisierung Marisch. Das kommt vielleicht später, weil ich weiß gar nicht, ob die Folge schon ausgestrahlt wurde. Das sind alle Folgen draußen. Alle Folgen draußen. Ja, ich muss halt Marisch lernen, um ein bestimmtes Buch zu lesen. Sprich ein Dämonikon in einer marischen Schriftart. Was es so in Aventurien noch nie gesehen wurde. Und bis jetzt wissen die Mithelden von diesem noch gar nichts, aber das kommt bestimmt noch. Dann Tunamidia, Utramidia. Ja, ich finde die sehr hilfreich, die Sprachen. Moisch, gut. Muss man können, muss man nicht können, wie auch immer. Genau, Fra. Wenn man Echsen trifft, sollte man vielleicht mit ihnen kommunizieren können. Zayat, als Schwarzmagier muss man eine Grundkenntnis schon in 2 Jahren haben, denke ich. Können wir uns wieder runterscrollen? Hier steht auch nichts mehr. Komm, Handwerkstalente. Schriften, ja, übliche, bla bla. Schrimm, Marsche, Glyphen, Untermedia, etc. Hier bei handwerklichen Talenten ist wirklich nur Alchemie zu nennen, was jeder Magier können sollte, finde ich. Heilkunde Wunden braucht man immer wieder. Hauswirtschaft ist gesteigert. Wir haben immer wieder SE bekommen und ist auch wieder hilfreich, wenn irgendwelche Frosty irgendwelche Proben macht auf Hauswirtschaft, um meinetwegen die Klamotten zu trocknen oder Löcher zu stopfen, wie auch immer. Wenn Hauswirtschaft kommt, da gucken alle Abelmir an. Genau. Abelmir wascht den Mann. Genau. Malen, Zeichen sollte auch jeder Magier können, denke ich mal. Seefahrt ist jetzt bei Abel nicht spezifisch, weil er mal Kapitän war und dann nicht mehr war. Ritualkenntnis, Gildenmagie ist nicht besonders hoch auf 12, also könnte man das vielleicht noch steigern, aber es soll nicht arschteuer Ritualkenntnis steigern. Und reicht ja für die wichtigen Stabzauber. Ja, man braucht für Stabzauber, aber ja, gut. Als Standard-Gildenmagie kann man sich da ein bisschen rumschummeln. Die Probleme fangen an, wenn du Zauberzeichen machen willst, weil die gehen dann über AKP-Sternen. Hm. Oder wenn du mit einem Flammenschwert wirklich erst auf romantieren willst. Aber hast du es überhaupt schon jemals benutzt? Doch, das hat er früher viel benutzt. Nur in letzter Zeit hat man es nicht mehr so oft gesehen, oder? Genau, genau. Das ist eine Art Steuerung nach G, glaube ich, umliegen. Das ist, glaube ich, nur F. Also, es ist extrem teuer. Ich glaube, es ist E und
Geweihte kriegen F. So oder so, du hast recht. Es ist absurd teuer. Ja. Es macht viel für einen, but still. Ja, man muss für also jetzt muss glaube ich für jeden Punkt 80 und dann noch mehr AP ausgeben für jeden Punkt. Und dann, ja, komm, 80 ja. AP sind jetzt nicht die. Ja, aber ich bin Magier sind AP kriegen. Du hast recht, du hast recht. Dafür könntest du schon erst 2 Punkte Töpfern kriegen. Genau, wie auch mal. Ja, Stabzauber, die üblichen Flammenschwert, ja, kann man benutzen, ist aber, ja. Flammenschwert klingt, glaube ich, besser, als es in Wahrheit ja, ist. Ja, ich glaube auch. Du brauchst die Aktion, um es auszulösen und ja, dann kostet richtig. Es dauernd ASP. Richtig, und wenn richtig. du nicht ernsthaft in Ritualkenntnis investiert hast, ist genau. Es auch nicht so super gut. Genau. Eigentlich so gut ist Stabzauber, ist der Zauberspeicher, glaube ich, und der Kraftfokus und vielleicht auch die Fackel, wo man hin und wieder Licht braucht. Wenn man die Fackel ist basically einfach nur da, oder? Ja. Kommen wir zu Zaubern. Es ist eine sehr umfangreiche Liste, weil ich bin gern breit aufgestellt irgendwo. Die wichtigen Zauber Analyse finde ich sehr hilfreich, wenn man irgendwelche Sachen untersuchen will, seine Artefakte, andere Zauber etc. Der Armatrutz, wenn man nicht sterben will, Attributo ist ein sehr geiler Zauber, finde ich, wenn man ihn vorbereitet hat im Zauberspeicher, ist ein sehr geiler Zauber. Daos Nasus finde ich sehr schön in der Anwendung, ist sehr vielfältig, kann vielfältig anwenden. Der Balsam, ja, braucht man auch irgendwie, wenn man nicht sterben will. Den Banbalin werde ich vielleicht in Zukunft etwas höher ziehen, weil das ist doch ein cooler Zauber, finde ich. Bewegungsstören kann man einsetzen, hin und wieder hilft sein, meistens. Kommt an die Magie, ist viel zu lahmarschig, weil die brauchen Ewigkeiten, um zu wirken erstmal. Um den Zauber selber zu wirken, da braucht man Ewigkeiten. Ja, üblicherweise blitzig fällt natürlich. Brenner toter Stoff ist ein genereller Zauber. Kronenautos Zeitenfahrt. Brenner toter Stoff ist kein generischer Zauber. Wie auch mal. Der Kronenautos ist ein Zauber, den mir Frosty gewährt hat. Ich habe die Zeitzauber bekommen, weil ich nun ja den Schiffsnamen verkauft habe an Unbekannte, könnte man sagen. Man könnte fast sagen namenlose Leute. Nein, natürlich Leute, Leute, die nicht genannt werden. Nein, genau. Warte, der, dessen Namen man nicht sagen darf. Wie auch mal, ich kenne sie nicht und ja, war eine günstige Gelegenheit. Da ist nur ein paar Planken, ist nur ein Schiff irgendwie, stört doch keinen. Und du hast ihn schon auf 14, wow. Genau. Da hast du dich aber rangehalten. Was genau hast du damit vor? Vor allem, was genau hast du damit bis jetzt gemacht? Kommt noch in Zukunft wahrscheinlich. Ich werde mich selbst aus den Klauen von Rathasaur befreien. Ist ein du meinst, das wird schon passiert sein. Genau. Right. So, was du mir erzählen willst, ist, es ist schon passiert. Genau. So, wenn du es jetzt einfach nicht machst, verlierst du auch nichts. Du machst es aber trotzdem. Aber eine coole Szene. Gibst irgendwie eine Milliarde AP für den Chrononautos aus. Ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, könnte man sagen. Ich muss ihn steigern. Ist wie der Blick in die Vergangenheit oder die Seelenwanderung. Also genau. Wenn ich meinen Spielern so leicht AP aus dem Kreuz leiern könnte, ey, ich wäre der glücklichste Spieler der Welt. Also eigentlich ist es ein ziemlich, man kann mit diesem Zauber ziemlich scheiße bauen, wenn der Meister zulässt. Also man kann ja schon... Ich würde sagen, eigentlich passiert nämlich exakt gar nichts, weil der Meister sagt, sollte ihn doch fuck dich und zerrt. Aber vielleicht haben wir ja mal irgendwann doch eine Exkursion damit. Mal schauen. Es ja, wird irgendwann... relevant, wenn wir Heskatet beschwören. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, die hatte was dagegen, weil sie lässt sich nicht einfach beschwören. Aber... Das ist der Trick an der Dämonenbeschwörung. Die Dämonen werden nicht gefragt, ob sie da Bock zu haben oder nicht. Die haben zu spuren. Nee, das ist nicht immer elementar, wo du sagst, oh, bitte, bitte, würdiger Elementargeist, möchtest du mir vielleicht dieses Pflänzchen hier wachsen lassen? Nein, du sagst, ich habe dich gerufen, ich kann dich wieder bannen, Spur. Okay, ja, aber jetzt lass Abel mir mal seine Liste fertig machen. Genau. Elementarmagier haben kein Recht auf Listen. Kommen wir zu bestimmten Sachen. Djinnruf, ja, hilfreich. Kann man steigern, muss man nicht. Ist ein netter Zauber. Das ist ein Gratos, ist eigentlich ein sehr geiler Zauber, sehr ASP-intensiv. 31 ASP. Ja, de facto ist das nicht ein geiler Zauber. Erstmal angewendet bei Ratazor und der hat mich gleich gefressen dadurch. Dadurch hatte ich meinen Schatten verloren zum ersten Mal. Und meine gesamte ASP und auch, glaube ich, 2 permanente ASP. Und deswegen sollte man ihn sehr vorsichtig einsetzen, die Eclipse. Aber es ist ein sehr geiler Zauber eigentlich mit seinen Varianten. Kommt drauf an, was man damit vorhat, weil die Varianten sind ja das Wichtige. Denn du kannst ihn als relativ interessanten Kampfzauber einsetzen. Oder du kannst ihn als Leit
Transversales einsetzen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Anwendungsfälle, die nichts miteinander zu tun haben. Also auf jeden Fall ein sehr cooler Zauber, finde ich, wie auch mal. Der Flimflam ist, denke ich mal, generisch wie ein Zauberer. Es gibt wenig Zauberer, die keinen Flimflam können. Da wird Arme damit. Ja, der Ignifaxius Eisstrahl ist natürlich eine schicke Variante jetzt, wo wir gegen die Archen kämpfen, wo ein Ignifaxius wenig hilfreich ist. Das ist ein Frigifaxius schon mal sehr effektiv. Ich meine, Faxius auf der Arche ist immer wertlos. Das waren die Geschenke von Kasim. Genau. Und den habe ich etwas ausgebaut noch. Der Guardianum. Ich halte ihn für sehr hilfreich im Kampf gegen Dämonen, wenn man nicht unbedingt gefressen werden will von einem Dämon oder verschleppt werden will von einem Dämon in die Niederhöhlen. Finde ich einen Gradium sehr hilfreich. Der Gedanke der Eldenruf ist ein netter Zauber, wenn man sich kurz austauschen will. Ich habe den so besonders hoch gesteigert. Problem im Gedanken der Eldenruf ist doch, dass der andere auch den Gedanken der Eldenruf kennen muss. Richtig, aber die anderen Zauber hatten es ursprünglich, glaube ich. Isarun hat den damals gehabt. Ich habe den auch. Siehst du, dann kann ich schon mal mich mal mit einem zumindest austauschen. Auf der Arche, ja, mit dem einen, mit dem sich nicht lohnt. Hey. Ich habe übrigens 3, wie gesagt, ist egal. Insofern ist mir stumpf. Okay, 3 kostet ja nicht. Der Horiphobus ist nett, das nicht, wenn man sich erstmal die Leute vom Hals halten will. Geht deutlich gegen den Magieressent, die sollte man schon mindestens über 10 haben. Das macht ihn wieder nicht so gut, weil es wieder teuer wird. Ja. Invercano, ja, ist der Zauber, Dorpus Langer, den hatte ich jetzt mal in meinen Armbändern zum Beispiel drin, als Artefakt. Die kann ich so auslösen, muss ich bloß ASP reinspeisen als Sinazi-Zauber, die Akanovi-Zaubervariante, weiß ich jetzt gar nicht. Was? Matrixgeber? Matrix, genau. Problem an Matrixgebern ist halt, du kannst die Auslösezeiten nicht auf eine Reaktion runterkürzen, also nicht auf eine Freiaktion runterkürzen. Du musst eine Aktion, aber direkt für die Auslösung. Ja, aber eine Aktion für Invercano, dann musst du auch wissen, dass du angezaubert wirst. Na ja, gut, aber der Invercano hält ja eine Weile irgendwie. Das ist true. Aber halt den, als Freiaktion kannst du ihn halt noch auch auslösen, wenn der Sphero schon aus dem Busch fliegt. Genau. Den Memorabia halte ich für einen besseren Zauber als zum Beispiel jetzt den Erinnerung verlasse dich, weil der. Ja, da werden wir uns einig. Erinnerung verlasse dich wirkt bloß ein bisschen Zeit und der Memorabia wirkt, wenn man will, dauerhaft. Memorant ist natürlich ein geiler Zauber für einen Magier, wenn man sich irgendwas einbringen will, sprich Bücher. Ist sehr hilfreich. Der war auch cool bei der Battle Map am Friedhof der Seeschlangen. Ich glaube, ja, stimmt, da war er auch hilfreicher. Aber ja, ich finde allgemein hilfreich, wenn Mario ist, wenn man nicht dauernd in der Bibliothek mit sich rumschleppen will. Da kann man dann die Bibliothek zu memorabilisieren, kostet so viel Zeit und ASP. Ja gut, aber dann macht man den Bayer halt irgendwie. Der Motorikus ist ein sehr vielseitig einsetzbarer Zauber. Es gibt ja bei DSA 4.1 nicht mal die Verschränkung von Gewicht und ASP, die gibt es ja nicht mehr. Die war bei DSA 3 noch schwer zum Tragen kommen. Nee, du kriegst stattdessen eine Stärke, die von deinem ZF4-Stern abhängt. Richtig, aber früher gab es irgendwie, dass man ab einem bestimmten Gewicht muss, dann pro Gewicht muss man halt bestimmte ASP-Kosten aufwenden. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Dann Nidigravo schwerelos, ist ein eigentlich sehr guter Zauber, wo man ihn hoch noch steigert hat. Ist ein arschteurer Zauber, deswegen habe ich euch nur plus 2 Steier. Aber Club, ist eigentlich ein sehr geiler Zauber. Kann man eine Menge Blödsinn damit machen. Ja, der Nunzivolo, ich habe mal gesteigert, aber jetzt ist ja Sapinti da, der kann ich viel besser. Könntest du ein bisschen runterscrollen. Wie viele Sauer hast du denn noch? Noch ein paar. Eine Handvoll. Der Oculus Astral ist natürlich auch ein geiler Zauber, genau wie der Odem Arcanum. Immer hilfreich, auch der Odem auch als Vorbereitung für den Analyse. Der Opatiatis Schattenleib ist ja bloß eine andere Version eines ähnlichen Zaubers. Ja, irgendwann hat man bei der Redaktion mal gemerkt, dass der Ecliptic Factus ein unnötig schizophrenes Ding ist und hat angefangen, ja, den Einzelnen auszuwählen. Der ist durch normales Serpentialis, heißt der. Genau, es ist Serpentialis ausgeromantisch. Der Panthenemo ist das gleiche wie Panthenemonium, wo man halt mit Schatten
Der Paralyse ist ein netter Zauber. Penetrizel, ja gut, kann man lassen, muss man nicht. Der Pentagramma, eigentlich ein sehr geiler Zauber. Er hat bloß Einschränkungen der Reichweite. Das ist ein Scheuer. Der Pentagramma ist fucking useless. Ich finde den ganz cool, wenn er nicht die Reichweite recht, auf 7 Schritte hat. Er hat ein sehr breites Schritte. Anwendungsfeld. Das Problem ist, dass all diese Anwendungen im normalen Abenteurerleben im Grunde nie ankommen. Denn richtig. Wann musst du mal ein unliebsames Elementar loswerden, mit dem du nicht verhandeln kannst? Nie. Du kannst den Elementar kannst du nicht loswerden, du kannst bloß Dämonen loswerden. Weil Elementar ist ein extra Zauber, glaube ich. Du kannst alles, was nicht aus dieser Sphäre elementar sind, aus der dritten Sphäre, oder? Es geht, glaube ich, nur gegen Dämonen, Chimären, Dämonoide, Golems, glaube ich, wirkt der auch. Du kannst Dämonide nicht pentagrammieren, glaube ich. Elementare. Du kannst sie anwenden, vertreibst nämlich die dämonischen Elemente aus dem Ding daraus sozusagen. Okay, dann direkte Dämonide, ja, aber wann trifft man direkte Dämonide? Aber ja, das Problem beim Pentagramm ist halt die Reichweite und die Vorbereitung, die ist halt arschteuer, also man schwer einsetzbar, sieht recht. Ah, Isarun hatte da einen Teppich für, wenn ich mich nicht erinnere. Elementare sind in dieser Sphäre ansässig und können genau. Mit dem Pentagramma nicht, da braucht man den Elementarbann. Früher gab es den Hexagramma noch in dunklen Zeiten, aber ich denke, den gibt es jetzt nicht mehr, glaube ich. Und einen Dämoniden erschlägst du halt einfach. Und ich im Leben erschlägst du genauso einfach. Ein Golem erschlägst du genauso einfach, meint jo. Es sei denn, der Golem ist so hart gebaut, dass du ihn sowieso auch nicht pentagrammieren könntest. Und was hast du noch? Oh, ein Geist schickt kein Spieler jemals zurück, weil die sind immer so, oh, Mimimi, Bohrenfrevel bedacht. So, ja, was bleibt übrig? Ach ja, Nichte. Wie auch immer. Wir haben schon einen Geist zurückgeschickt. Ja, aber nicht, mit Pentagramma, speziell wegen diesem Einwand. Mit Geisterbahn. Richtig, jetzt zurückschicken wir dann nochmal Geisterbahn. Ja, ich finde ihn jetzt geil. Muss sich ein wenig vorbereitet, wenn man sich vorbereitet hat man meistens nicht, dann ist er, also im Feld ist er useless. Das gebe ich dir recht. Du kannst halt sehr gut sein und ihn wirklich in der Zeit runterkürzen und dann auch wirklich mit what's it called? Na komm schon. Dann auch wirklich mit vorbereitet im Pentagramm und hast du nicht gesehen. Das geht schon, aber man muss echt wollen. Ja. Gut. Kommen wir zu weiteren Zaubern. Reversales, ja, ganz nett. Braucht man nicht mehr als 8, glaube ich. Zauberfaktor ist für den eitlen Magier eigentlich für mich Pflicht. Ich habe leider nur so 4. Ich werde den vielleicht auf 7 steigern. Das reicht mir auch völlig aus. Den Grund habe ich ja schon erklärt. Weil kein Spieler hinterfragt jemals nach deinen Zauberfaktor als LFP-Stern. Naja, also hin und wieder kam es schon zum Tragen, dass Abel mir nass war oder verdreckt. Und das hat ihn dann schon etwas eingeschränkt und seinen Möglichkeiten. Das meine ich nicht. Aber Eitelkeit. Niemand sagt jemals, oh, du brauchst auch mehr als 3 CD4-Sterne im Zauberfaktor, damit das durchgeht. Ja gut, aber alle sagen immer nur Sapperfaktor, okay, deine Klamotte ist. Ja, aber man kann ja trotzdem scheitern. Bei 4 Punkten ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man gerade mal Fingerfertigkeit scheitert. Ja, du kannst da. Was bist du für ein Powergamer, wenn du das tust? Ja, wie gesagt, man kann auch 7 steigern, dann reicht das wahrscheinlich völlig aus. Gehen wir weiter. Schleier Unwissenheit ist ein sehr cooler Zauber eigentlich, wenn man sich vor irgendwelchen magischen Blicken verstecken will. Sprich auch Dämonen kann man sehr gut damit täuschen. Ja, muss man aber auch hoch haben. Genau. Der hat uns bei dem Hinterhalt ziemlich viel gebracht. Auf Teriyak-Lieferung. Genau. Auch, ja. Silentium üblicherweise Zauber, dem haben sollte, können wollte, muss man nicht unbedingt hoch haben, kann man haben, braucht man nicht. Spinnenlauf ist ein sehr cooler Zauber, finde ich, wenn man irgendwo langklettern will und Klettern richtig beschissen ist, haben wir auf Deutsch gesagt. Woher hast du den Spinnenlauf auf Mark? Ich hatte den mal Urwurm vor Jolgomak, glaube ich. Aber frag mir jetzt nicht, wo ich den Urwurm, aber ich weiß nicht mehr. Ich finde sehr cool, den Spinnenlauf, also ist sehr geil. Ich glaube, ich habe mal anfangen. Ich weiß nicht mal, wo ich den Urwurm Leben mal anfangen, du hast den schon vorher. Kann sein. Ich glaube, irgendwann in Garad hat den Urwurm erworben. Egal, weiter im Text. Genau, Transversales ist hilfreich, aber auch sehr teuer für mich zum Steuern als E-Zauber. Der Umba Porter ist ein sehr geiler Zauber, sehr viel sehr einsetzbar mit seinen Varianten. Unitatio, kann man nehmen. Ist etwas hilfreich, man muss auf 10 steuern, wenn man eine bestimmte Sonderfertigkeit haben will, die man eigentlich auch nicht braucht, wenn man zum Beispiel mit anderen Magiern ihre Kräfte nutzen machen will oder ihre ZFP nutzen machen will, dann braucht man Unitatio, sonst eigentlich nicht. Wir alle wissen, wie Unitatio funktioniert, weiterkommen. Genau. Weihrauch Vulgrisch ist ähnlich wie der Subfaktor, ein Eitelkeitszauber, der wieder
Ungemach ist sehr geil, wenn er hoch ist. Ich habe nur auf 2, weil er wieder auch teuer. Damit lässt sich der ganze Charakter beschreiben. Genau. Der Xenographus bringt mir jetzt in der Vergangenheit schon viel geholfen bei Entziffern von irgendwelchen Büchern, Schriften, wie auch immer. Und er wird mir auch beim Entziffern des Dämonikums sehr hilfreich sein, denke ich mal. Ja, das war's. Ich gehe mal weiter runter scrollen bei den. Hier kommt nichts mehr. Da kommt die Säbel halt und das ganz hauptsächlich. Halt auch gesehen hat. Die Armschienen sind ganz cool irgendwie, beide verzaubert, links und rechts. Einmal links, glaube ich, mit einem Invercano und rechts mit dem umgekehrten Reversales Plumbumbarum. Der ist ja cool. Die in der Tat ist nicht mal aktueller Stand, weil das habe ich nachgepflegt gesagt. Jo. Das wäre es von mir aus. Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir die Sache. Den Bogen von Rafim können wir euch leider nicht zeigen, denn Schoko hat uns versetzt. Vielleicht kommt das noch, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Zu den Fragen kommen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr, denn das alles hat viel mehr Zeit in Anspruch genommen, als wir vorhergesehen haben. Jetzt wisst ihr, wieso Frosty das nicht öfter macht. Aber der Fragen nehmen wir uns dann einfach an einem anderen Tag an. Und vielen Dank sowohl an meine Mitspieler als auch an die Zuhörer, dass ihr dabei wart. Wollte Fragen, stellt sie noch. Wir beantworten die gerne.